Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickau veröffentlicht Zufriedenheitsstudie. Feuerwehrleute trainieren in der Flammenhölle und neuer Skulpturenpark am Malzhaus in Plauen. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tagaktuell vom Donnerstag. Haben Sie im vergangenen Jahr zwischen August und Dezember mal einen Anruf von einem Meinungsforschungsinstitut bekommen? Ja, da bekamen einige Zwickauer Anrufe. Und sollten Sie dazu zählen, dann hängen Sie direkt mit dem ersten Thema der heutigen Sendung zusammen. Und da sind wir. Die meisten Zwickauer leben gern in ihrer Stadt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung im vergangenen Jahr, die nun ausgewertet wurde. Nach 2009 und 2012 ist es das dritte Mal, dass die Stadtverwaltung von den Bürgern wissen will, was besonders gut oder auch verbesserungswürdig ist. Die Fragen sind seit 2009 gleich geblieben. Somit lässt sich erkennen, wie sich die Meinung der Zwickauer Bevölkerung im Dreijahresrhythmus ändert. Schwankungen gibt es immer, gerade weil sich auch die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Stimmung im Lande ändert. War das Befragungsjahr 2009 geprägt von einem wirtschaftlichen Einbruch in Deutschland, so war es 2012 eine Phase der Stabilisierung. 2015 stand im Zeichen zunehmender Flüchtlingsströme. Trotz all dieser Veränderungen brachte die jüngste Befragung aber keine großen Überraschungen. Also wir haben Befragungen 2009 und 2012 gehabt und waren dort schon in fast allen Bereichen gut im Schnitt. Und das Jahr 2015, die Befragung 2015 hat also gezeigt, dass die Befragten, repräsentativ Befragten auch in den problematischen Zeiten vor 2015 ein relativ positives Bild zur Stadt Zwickau haben. Exakt 500 Zwickauer wurden zufällig ausgewählt und im Zeitraum vom 12. August bis zum 1. Dezember angerufen. Befragt wurden also ausschließlich Haushalte, die über einen Festnetzanschluss verfügen. Was gefällt den Befragten aber nun am besten in ihrer Stadt? Schwieriges, breites Feld. Also sehr positiv wurden bewertet, positiv wurde bewertet das Thema Schulen, das Thema auch das Thema Parks, das Thema Sportstätten war gut besetzt. Auch, dass man in Zwickau relativ günstig wohnen kann und auch Wohnungen wechseln kann, wenn man den Bedarf hat dazu. Also das sind alles so Sachen, die doch ein sehr positives Gesamtbild für die Stadt abgegeben haben. Die Befragung lief zeitgleich in insgesamt 21 deutschen Städten und wurde durchgeführt vom IFAK-Institut aus Taunusstein. Das hat für alle Beteiligten den positiven Effekt, dass die Teilnahme für den Einzelnen billiger wird, im Fall Zwickau etwa 7.000 Euro. Es lassen sich aber damit auch direkte Vergleiche zu anderen Teilnehmern anstellen. Wenn wir es im Schnitt der etwa 20 befragten Städte, davon zwei aus Ostdeutschland, also Dresden und Zwickau und alle anderen sind aus den Altbundesländern, sieht und auch, dass die eine gewisse Größenstaffelung da ist, ist Zwickau absolut im Schnitt. Also nach Meinung der Bürger sind wir bei vielen Sachen sehr gut besetzt oder zumindest auf einem guten Weg. Es gibt ein paar Sachen, wo es rückläufig ist, wo wir uns kümmern müssen, aber ansonsten sind wir eigentlich gut dabei und es gibt also eine positive Wahrnehmung der Stadt. Natürlich gibt es auch Dinge, die den Zwickauern überhaupt nicht passen. Einiges ließe sich mit weniger Aufwand beseitigen, anderes hingegen scheitert am lieben Geld. Doch die Befragung ist ein wichtiger Schritt, um die Stimmung in der Bevölkerung einschätzen zu können und, soweit es geht, Abhilfe zu schaffen. Also negativ besetzt war in Zwickau das Thema Straßen und Gebäude. Dort sind unsere Einflussmöglichkeiten aufgrund der Finanzsituation durchaus begrenzt.
Es wird sich bemüht, es wird sich auch gesehen, dass sich bemüht wird. Aber dort haben wir Defizit. Das ist sichtbar für jeden und das kann auch jeder einschätzen. Ein zweites Thema war das Thema Sauberkeit. Dort gibt es also auch Negativbewertungen, dort wird schon reagiert, sind bestimmte Sachen beauftragt worden in Richtung BFZ und in Richtung Stadtreinigung, in Richtung unseres Umweltbereiches, die zuständig sind für die Straßenreinigung und Ähnliches. Also dort kann man sicher noch mehr tun oder zumindest auch noch mehr aufmerksam machen. Aber es muss sich auch jeder ein bisschen an die Nase greifen. Der Müll kommt von den Bürgern und nicht unbedingt von der Stadtverwaltung. Beim Thema Sicherheit am Tage kann Zwickau mit 93% Zustimmung punkten. Nachts sieht das schon anders aus. Dann schrumpft die Zustimmung nur noch auf reichlich die Hälfte. Hier wäre eine Verbesserung durchaus wünschenswert. Es passiert immer seltener, dass es irgendwo brennt. Was auf den ersten Blick erfreulich scheint, wird für junge Feuerwehrleute zu einem Problem. Sie lernen damit immer seltener von älteren Kameraden den Umgang mit dem Feuer. Neue Ausbildungsmethoden müssen also her. Oft kommen Brandcontainer zum Einsatz, die mit Gas befeuert werden. Doch das ist oftmals fernab der Realität. Knapp 100 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises haben noch bis zum Wochenende die Gelegenheit, in einer holzbefeuerten Trainingsanlage zu lernen. Das Training in Wilkau-Haslau wird für die Teilnehmer beinahe zum Höllenritt. Vor dem praktischen Teil der Ausbildung kommt die Theorie, denn mit Feuer ist nicht zu spaßen. Die Kameraden müssen vorher wissen, was sie danach in der Trainingsanlage erwartet. Bei einer gasbefeuerten Anlage könnte der Ausbilder die Flammen in Sekundenschnelle abschalten. Doch Feststoffbefeuerung bedeutet, wenn es einmal brennt, dann brennt es. Und kein Trainer kann die Flammen per Knopfdruck löschen. Genau wie bei einem richtigen Brand. Ein Feuerwehrmann muss wissen, was ihn bei einem Einsatz erwartet. Er muss seinen lodernden Feind kennen. Ein Lernstoff wird im Prinzip vermittelt, der Aufbau eines Feuers, die eigentlichen 6 Phasen des Feuers und natürlich dann auch die Brandbekämpfung dementsprechend. Ne? Es ist so und das weiß man aus Erfahrung, früher hat es oft gebrannt, früher konnte man bei jedem Brand was lernen. Heutzutage ist es so, dass sie 90% technische Hilfeleistungen, Ölspuren und Verkehrsunfälle, dann fallen vielleicht 10% auf Brandbekämpfung. Und da haben gerade junge Kameraden eigentlich nicht die Erfahrung. Man muss sagen, früher war es so gewesen, da gab es einen älteren Kameraden und einen jungen Kameraden. Und die haben sich gegenseitig ergänzt und der ältere Kamerad hat mehr oder weniger Tipps und Anregungen, Anleitungen gegeben. Das ist heutzutage fast nur möglich. Aufgrund der demografischen Sache, auch in anderen Feuerwehren, ist es so, dass wir entweder alte Leute haben, die zum Teil nicht mehr G26 tauglich sind, also Ordnungsschutz nicht mehr machen dürfen, oder sehr junge, die eben entsprechend vom Alter zwar ausgebildet sind, aber an der Heißausbildung hat es eben dann gehängt. Und dafür ist eben dieses Fahrzeug hier da, um den Leuten das einmal richtig in der Praxis zu zeigen, wie Feuer reagieren kann. Die Trainingsanlage sieht von außen aus wie ein normaler LKW-Anhänger mit glänzendem schwarzen Lack und der Aufschrift des Eigentümers. Er gehört der Flughafenfeuerwehr Leipzig. Nun haben auch Kameraden aus dem Landkreis Zwickau die Möglichkeit, hierin zu trainieren. Was sie in dieser Anlage erleben, könnte man beinahe als die Hölle auf Erden bezeichnen. Dunkelheit, enorme Hitze und echte Rauchgase, in denen man ohne Schutz nach nur wenigen Atemzügen bewusstlos wäre. Und dann ist da noch eine weitere Spezialität, die hier simuliert werden kann. Das wäre also ein sogenannter Flashover, so ein Flammenüberschlag. Man sieht es oft in amerikanischen Filmen. Fast in jedem Film gibt es da sowas, das ist aber mehr oder weniger schon die Ausnahme. Hat aber wirklich ganz kurzzeitig, kann verheerende Wirkungen haben. Daher muss sich der Feuerwehrmann der heutigen Zeit eben entsprechend ausrüsten. Die Ausrüstungen, was wir in der heutigen Zeit haben, sind sehr gut. Aber seitdem es Feuer gibt, gibt es eigentlich auch Flash-Over- oder Flammenüberschläge. Ich denke mal an meine Anfangszeit zurück, DDR-Zeiten.
Da haben wir halt entweder blaue Kombis, ganz stinknormale Kombis. Später gab es die in Grün, auch Zweiteiler. Aber ein Wärmeschutz gegenüber den Flammen war so gut wie nicht gegeben. Der Normalbürger muss sich über einen Flashover kaum Gedanken machen. Wenn es brennt, sollte er schon längst aus der Gefahrenzone gerettet sein. Er sollte nur wissen, wenn es brennt, Fenster und Türen geschlossen halten, damit kein Sauerstoff herankommt. Aber Feuerwehrleute sollten ihren Feind schon genau kennen und lernen, den Rauch zu lesen. Ein Einsatz ist immer auch ein Kampf gegen die Zeit. Von der Sache her geht so ein Flashover stellenweise so schlagartig. Man muss also, wenn man einen Feuerbrand in einer Wohnung beispielsweise hat, als Feuerwehrmann immer damit rechnen, dass sowas passieren kann. Dementsprechend schützen, die Türen zumachen erst einmal, den Löschangriff vorbereiten und dann eben richtig ins Feuer spritzen und nicht irgendwie in den Qualm. Das bringt nichts. Man muss also direkt den Brandherd treffen, alles andere bringt wirklich nichts. Die Kameraden saßen dicht gedrängt in dem Brandcontainer und für viele war es das erste Mal überhaupt, dass sie so dicht am Feuer waren. Körperlich und seelisch ist ein solches Training eine Höchstleistung. Und als ob das nicht genug wäre, versuchte der Ausbilder mehrmals einen Flashover zu provozieren. Die Feuerwehrleute dabei mittendrin. Und schließlich ist es auch gelungen. Mit einem deutlich pfeifenden Geräusch zündeten die Rauchgase durch. Allerdings nicht mit einem Feuerball à la Hollywood. Das würde der Ausbilder sicher auch schaffen, aber die 100.000 Euro teure Anlage wäre damit bei Zeiten verschlissen. Und besonders angenehm wäre das für die Kameraden im Inneren auch nicht. Der Einsatz der Leipziger Trainingsanlage in Wilkau-Haslau hat einige tausend Euro gekostet. Doch es war nicht das Innenministerium, das das Geld für die Ausbildung der Feuerwehrleute bereitgestellt hat, sondern ein Unternehmen. Also wir machen das hier zum ersten Mal, quasi die Feuerübung. Wir haben seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft zur Feuerwehr, aber eine echte Feuerübung machen wir zum ersten Mal. Ein Engagement, für das die Feuerwehren sehr dankbar sind. Gäbe es nur die staatlichen Gelder, dann würde der Brandcontainer noch heute in Leipzig stehen und die Kameraden die gefährlichen Situationen nur aus Schulungsvideos kennen. Werbung. Endlich, die Tour zum neuen Album von Gleis 8 kommt nach Zwickau. Das Trio um die ehemalige Rosenstolz-Sängerin Anna R. gastiert am 29. April im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Getragene Melancholie gepaart mit zupackender Energie, das ist Gleis 8. Die Endlich-Tour 2016 am 29. April in der Neuen Welt. Jetzt Karten sichern. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. In der Woche sind ja im Sportpark Zwickau ungefähr 70 Kurse im Angebot, verschiedenste Art und Weise. Ein großer Renner ist auf jeden Fall die Rückenfitness und die Wirbelsäulengymnastik. Und auch Bauch, Beine, Po und Yoga wird angeboten und die sind eigentlich anhaltend sehr gut besucht und werden sehr gut angenommen von den Leuten. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir
sind das. Yogis 11, die Live-Tournee. 11 Jungs, eine Stimme. Comedian Christian Schiffer hat in über 400 Radioshows bundesweit auf 16 Sendern den Bundestrainer parodiert. Jetzt kommt er mit seinem Ein-Mann-Hörspiel live on stage. In 11 Schritten zum Europameister durchleuchtet das Fußballergehirn mit den beiden Superbrains Lukas Podolski und Kevin Großkreuz. Derweil frittiert sich Rainer Kallmund durch die Tierwelt, bis sich Greenpeace-Aktivisten an den Kühlschrank ketten. Yogis 11, am 13. Mai, 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Im Raum Zwickau ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen beiden Monaten deutlich zurückgegangen. Als Grund dafür sieht die Arbeitsagentur die Frühjahrsbelebung. Die Quote liegt derzeit bei 6,8% gegenüber 7,2% im Vorjahresmonat. Dennoch dürfe man die Situation langzeitarbeitsloser Menschen nicht aus dem Auge verlieren, betonte Agenturchef Andreas Fleischer. Er verwies dabei auf das Angebot seines Hauses an Weiterbildungen und Qualifizierungen. Generationswechsel beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Sachsen. Neuer Präsident ist nun Axel Hübkes, der Direktor des Leipziger NH-Hotels. Er übernimmt den Posten von Helmut Apitsch, der seit 10 Jahren an der Spitze des Verbandes stand. Für Hübkes ist seine künftige Arbeit nicht neu. Er war in den vergangenen Jahren Vizepräsident des DEHOGA und hat mit seinem Amtsvorgänger bereits eng zusammengearbeitet. Im Landesvorstand sind mit Monika Twitting aus Merane und Bernd Winkler aus Werdau auch Gastronomen und Hoteliers aus dem Landkreis Zwickau vertreten. Die Zwickauer Hauptstraße wird ab morgen für den Radverkehr freigegeben. Dieser Schritt gehört zu den Punkten, die beim runden Tisch Innenstadt besprochen wurden. Die Abkehr von der reinen Fußgängerzone ist zunächst testweise geplant. Schon im vergangenen Jahr hatte es einen solchen Versuch in der äußeren Plauenschen Straße gegeben und das Angebot wurde genutzt. Mit der morgigen Freigabe soll auch ein Beitrag zur Belebung der Hauptstraße geleistet werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Musik
Vor dem Malzhaus in Plauen wurde am vergangenen Samstag der neue Skulpturenpark eingeweiht. Wegen des nasskalten Wetters musste die Eröffnungsveranstaltung allerdings nach innen verschoben werden. Das tat der Resonanz jedoch keinen Abbruch. Die musikalisch umrahmte Vernissage fand auch bei den Besuchern großen Anklang. Im Vorfeld hatten sich Künstler wie Uta Polenz, Andreas Baumann und Martina M. Altmann ein Konzept zur Neugestaltung des Außengeländes ausgedacht. Neben vorhandenen Skulpturen wie das ökologische Schafott von Klaus Eckert sollten in einer ersten Umgestaltungsphase 4 weitere Kunstwerke Plauner Künstler einen neuen und dauerhaften Standort erhalten. Ergänzt wurde die Skulpturensammlung unter anderem durch die Arbeit Meine Antwort von Ohnmächtig, Plauner Spitzen von Martina M. Altmann und die Spitzen von Uta Polenz. Ist die Zufahrt über den Topfmarkt erneuert, soll der Skulpturenpark am Sozialkulturellen Zentrum im kommenden Jahr in Richtung Innenstadt erweitert werden. Das Plauener Malzhaus ist Bestandteil jeder Stadtbesichtigung und als zentraler Veranstaltungsort bei Besuchern aus nah und fern sehr beliebt. Am Samstag jährt sich das Produktionsende des legendären Trabant zum 25. Mal. Es war am 30. April 1991 gegen 14 Uhr, als ein pinkfarbener 1-1er als letzter Trabi vom Band rollte und direkt von der Montagehalle ins Zwickauer Automobilmuseum kam. Das August-Horch-Museum präsentiert diesen Zeitzeugen noch einmal am Samstag und Sonntag. Geöffnet ist von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Kunstplantage Zwickau lädt am Sonntag ab 11 Uhr zum alljährlichen Graffiti-Jam ein. An der ehemaligen Matratzenfabrik gegenüber dem Muldeparadies haben sich wieder zahlreiche Künstler aus nah und fern angekündigt. Sie wollen die Wasserschutzmauer verschönern und damit aktiv zur Stadtbildgestaltung beitragen. Die Kunstplantage zeigt diesmal erstmals auch einen Film. Zu sehen ist eine Doku aus dem Jahre 2015 über die Graffiti-Kunst in Deutschland. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Die Synchronschwimmerinnen des 1. SC Flamingo haben bei den Süddeutschen Meisterschaften in Villingen-Schwenningen gute Platzierungen erkämpfen können. Die Zwickauerinnen waren die einzigen Teilnehmer aus Sachsen. Insgesamt 10 Finalteilnahmen konnten sich die Flamingos sichern. Beste Zwickauer Starterin war Johanna Gläser. Sie erhielt Bronze für eine überzeugende Leistung in der Pflicht. Am Samstag können die Wasserballfans in der Glückaufschwimmhalle Nachwuchs- und Zweitliga-Wasserball an einem Tag erleben. Los geht's 12 Uhr mit der U13. Die Mannschaft trifft in der Vorrunde zum Deutschen Wasserballpokal auf Krefeld. Höhepunkt des Tages ist ab 18.30 Uhr das Zweitligaspiel Zwickau gegen Prag. Werbung. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wolf und Poser Merane. Wir bauen Ihr Traumbad komplett und aus einer Hand.
Egal ob Neubau oder Renovierung, bei uns finden Sie Ideen, Anregungen und vor allem Ihren kompetenten Partner für Bäder, Wellness, Heizung und regenerative Energien. Mit Wolf und Poser gehen Sie auf Nummer sicher in Sachen Planung, Ausführung und Bauüberwachung. Von der ersten Skizze über die Auswahl aller Komponenten bis hin zur Koordinierung des gesamten Bauablaufs stehen wir Ihnen mit Know-how und Erfahrung aus anderthalb Jahrzehnten Bäderbau zur Seite. Machen Sie aus Ihrem Bad ein Traumbad, einfach und aus einer Hand mit dem Service von Wolf und Poser Merane. Schöne Bäder, komplett und viel mehr. Leben Sie vor Freude. Die Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso schon ab 189 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart Home Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Uta Röder Moden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Ist Anja. Anja kennt keine Limits mehr. Mit ihrem neuen Kabelanschluss ist Anja den anderen immer eine Idee voraus. Sie surft superschnell im Internet nach Trends, telefoniert Tag und Nacht und das unbegrenzt günstig. Mit der Zweier-Kombi kommt sie überall ganz groß raus. Bestellen Sie jetzt die Zweier-Kombi von Tele-Columbus ab 19,99 im Monat. Alles richtig gemacht. Tele-Columbus. Psst, jetzt auch mit Mobilfunk. Am Freitag zeigt sich der Himmel meist sonnig. Das Thermometer steigt bis auf 14 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei bei einem schwachen Südwind. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Das Wochenende beginnt frühlingshaft mild mit Temperaturen bis 17 Grad. Der Sonntag wird grau und regnerisch, bevor sich am Montag wieder häufiger die Sonne zeigt. Dann steigt das Thermometer bis auf 14 Grad. Das war tagaktuell vom Donnerstag. Damit bleibt uns genau noch eine Ausgabe Ihres Abendmagazins, nämlich morgen 19 Uhr hier bei Television Zwickau. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können. Bis morgen. Machen Sie es gut.